Whatever, daran könnte man auf jeden Fall wissen, dass ich schon ein relativ großer Last of Us-Fan bin. Ich habe also, wie gesagt, in meinem Halbschlaf damals das mit Microsoft kauft Sony einigermaßen überlesen und habe nur gesehen, Last of Us kommt auf PC raus und ich war gleich ultra hyped. Ich war ultra hyped, ne? Ich hatte richtig Bock, weil damals war das halt noch, ich hatte glaube ich damals noch keine PlayStation, das ist mittlerweile schon wirklich einige Jahre her, da gab es auch das Remaster, Remake noch nicht und so weiter. Von daher, ja, ich hatte also auf jeden Fall richtig Bock darauf. Und, warte mal, gibt's hier eine Mitte? 1, 2, 3, 1, 2, 3, hier gibt's eine Mitte, perfekt. So. Ich hatte auf jeden Fall damals richtig Bock darauf, hab mich richtig gefreut und naja, dann habe ich kurz die Augen wirklich mal richtig aufgemacht und habe dann ein bisschen gegoogelt und dann habe ich relativ schnell festgestellt, Bro, du wurdest verarscht. Na? Von daher, schade an der Stelle. Das war, wie gesagt, ich weiß, wahrscheinlich war das irgendwie so roundabout 2020 oder so vielleicht. Nee, müsste vor 20. Ja, vielleicht war es Anfang 2020. An 2020 habe ich meine PlayStation gekauft, also. Ja, vielleicht war es 2020, vielleicht war es 2019. Macht man keine Faxen hier, Alter, wirklich. Irgendwo in den Dreh war das jedenfalls. Ups. Wie gesagt, noch lange vor Remake und so weiter, bevor das überhaupt ein Thema war. Und ja, ich habe mich damals sehr gefreut über diese Idee, PlayStation-Spiele auf PC zu bekommen. Wie gesagt, war damals noch absolut undenkbar, dass das überhaupt jemals passiert. Und naja, heute ist es eigentlich relativ normal, dass PlayStation-Spiele auf PC kommen, right? Zwar mit einer Verzögerung von roundabout 2 Jahren, weil keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wobei doch, eigentlich schon Ahnung, Geld. Geld ist der Grund. Ja, man möchte jetzt sagen, was macht doch keinen Unterschied, ob das jetzt zu Release gekauft wird oder erst dann 2 Jahre später gekauft wird. Doch macht es. Der Unterschied ist, zu Release auf der PlayStation kostet das Game jetzt, lass es 70 Euro sein. Dann gehen 2 Jahre ins Land, dann wird das Game auf PC released und dann kostet es zu Release auf PC 70 Euro. Ja. Und natürlich würden die gleichzeitig rauskommen, beide dann 70 Euro kosten und du gehst dann 2 Jahre ins Land und guckst dann, was das Spiel auf PC noch kostet, dann wäre es mehr so 30. Ja. Das heißt, im Endeffekt kannst du quasi zweimal einen Release-Vollpreis dafür verlangen. Und kannst den auf PC auch länger am Laufen halten, weil natürlich, bis das Spiel dann auf PC wirkt, 2 Jahre alt ist, um dann quasi einen, in Anführungsstrichen, 2-Jahres-Rabatt zu bekommen quasi. Ne? Den Rabatt, den halt so ein Spiel auf dem PC nach 2 Jahren bekommt. Lass es dann so 30-40% sein, die nach Game oder sowas. Zu dem Zeitpunkt ist das Game eigentlich schon 4 Jahre alt. Und ein 4 Jahre altes PC-Spiel würde vielleicht schon eher den 60% Rabatt bekommen. Ne? Also, ja, Geld ist der Grund. Natürlich, selbstverständlich, so wie immer. Aber, finde ich trotzdem einigermaßen schade, dass das so ist. Nichtsdestotrotz müssen wir nehmen, was wir kriegen. Fucking Sony-Spiele kommen auf PC. Und wie gesagt, das war bis vor 3 Jahren, glaube ich, haben sie damit angefangen. War das undenkbar. Ein Last of Us auf PC, ein Sony Spider-Man auf PC, ein God of War auf PC, willst du mich verarschen? Never fucking ever hätte man das geglaubt. Right? Und das ist passiert. Es ist passiert. Auch so Sachen wie Last of Us Part 2 wird irgendwann auf PC kommen. Man munkelt, die PC-Version wäre sogar schon fertig und würde nur zurückgehalten werden bis zum Start der Serie, um das natürlich dann gewinnbringend zusammen... Oh, okay, hi. Gewinnbringend zu kombinieren. Weiß ich nicht, ob man das glauben möchte. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist, ehrlich gesagt, weil... Ja, ich weiß es einfach nicht. Aber hey, ne, es möge so sein. Keine Ahnung. Und dann, wo wollte ich jetzt hin damit? Genau, und dann haben wir halt eben Nintendo, die zum Beispiel dasselbe mit Smartphones hatten. Ne? Nie hätte man gedacht, dass Nintendo-Spiele irgendwo anders rauskommen, außer auf Nintendo-Konsolen. Und jetzt gibt es Mario-Spiele, Mario Kart, Mario Run, Animal Crossing, glaube ich, gibt es einen Ableger. Auf Smartphone, ne? Das hätte ja auch vorher keiner gedacht. Bis vor wenigen Jahren. Von daher, es ist alles gar nicht so in Stein gemeißelt, vielleicht wie man denkt. Trotzdem sehe ich nicht in sowohl in naher als auch in ferner Zukunft Nintendo-Spiele auf PC. Das sehe ich einfach nicht. Weil, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht genau, warum. Es passt einfach nicht zu dieser Firma. Das passt einfach nicht zu Nintendo. Leider. Ja.
Wirklich leider. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne. Scheiße, ich Idiot. Ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass das noch nicht fertig war. Habe ich denn das Glas bekommen? Ja, okay. Ich würde wirklich sehr, sehr gerne Nintendo-Spiele auf PC sehen an sich, weil ich halt PC-Spieler bin und ja, einfach keinen Bock habe, Nintendo-Konsolen zu kaufen, ehrlich gesagt. Aber ja, es wird nicht passieren. Ich habe sogar, tatsächlich habe ich doch, jetzt wo ich ein bisschen besser, ein bisschen länger drüber nachdenke, habe ich tatsächlich doch einen sinnvollen Grund dafür. Und zwar, Nintendo-Spiele sind ganz, ganz oft gleichzeitig eine Tech-Demo für deren System. Na? Die basieren immer, wenn es eine spezielle Steuerungsmethode gibt, das Wii U Gamepad, der Nunchuck und die Wii-Fernbedienung, die Joy-Cons, ne? Wenn es irgendeine Art von spezieller Steuerungsmethode gibt, dann nutzt Nintendo die für ihre Spiele, egal ob es Sinn ergibt oder nicht, ne? Zelda Sky. Ne, warte, hier wollte ich eine Reihe Wand reinziehen. Zelda Skyward Sword damals musste mit Bewegungssteuerung gespielt werden. Man hätte auch einfach sagen können, nö, du kaufst einfach den Wii Classic Controller und spielst das Spiel damit und ansonsten kannst du es halt nicht spielen. Hat man aber nicht. Man hat gesagt, hier Bewegungssteuerung, let's go. War das eine, ja, beliebte Entscheidung? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, also ich persönlich hasse es und habe deswegen bis heute Skyward Sword nicht gespielt, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich Skyward Sword sehr gerne spielen würde, aber nicht mit dieser Scheißsteuerung. Also, falls da irgendjemand endlich mal ein Patch rausgebracht hat, dass man es mit einer normalen fucking Controller mit der B-Taste spielen kann, dann wäre ich sehr dankbar, aber ja, ich muss doch noch eins tiefer, ich erwerfe. Aber ja, ist halt nicht so. Von daher, das ist schon mal der eine Punkt, ne? Du müsstest also quasi dann, selbst wenn Nintendo-Spiele auf PC rauskommen würden, müsstest du sie mit Nintendo-Controller spielen, ne? Und den Nintendo-Controller an den PC knüppeln. Das ist ein ganz klarer Punkt, weil da würde Nintendo nicht von weggehen. Niemals. Von daher, das wäre das eine. Und das andere ist einfach, es wird sich auch gar nicht richtig anfühlen, glaube ich. Ne? Auf PC ist man gewöhnt, dass man halt da die Games mit dann meinetwegen der besten Grafik bekommt und die technisch beste Version. Nintendo optimiert ihre Games unglaublich stark auf ihre Konsolen. Ne? Das merkt man daran, dass die einfach verhältnismäßig dafür, wie scheiße die Hardware der Switch ist, echt gut laufen. Ne? Und so ein Spiel dann auf PC zu haben, was auf der Switch unglaublich gut optimiert ist und unglaublich gut aussieht, ist auf PC halt einfach nur ein Spiel, was halt aussieht wie von vor 10 Jahren. Na? Das würde sich falsch anfühlen. Man würde sich irgendwie denken so, ja, nett. Ne? Nimm so ein Breath of the Wild zum Beispiel. Breath of the Wild in der Switch-Qualität, sage ich jetzt mal. Das wäre auf PC kein besonderes Spiel. Also so ein Free-to-Play-Titel wie Genshin Impact sieht besser aus. Ne? Jetzt rein von der Auflösung und rein technisch gesehen, ne? Rein Artstyle bedingt und so weiter, kann das natürlich Geschmackssache sein oder kann auch so ein Nintendo-Game durchaus schöner aussehen. Aber ja, es wird sich auch einfach irgendwie nicht richtig anfühlen, dann so ein Spiel auf PC zu spielen. Ich weiß nicht genau. Es passt da irgendwie nicht ganz rein. Es ist, wie gesagt, zum Teil ist es ein Gefühl, zum Teil ist es was, was auch Sinn ergibt, was man irgendwie belegen kann. Aber ja. Könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ein Mario, keine Ahnung, das nächste 2D-Mario oder ein Mario Galaxy nativ auf PC zu spielen, ohne Emulator und so weiter, wäre irgendwie komisch. Wäre irgendwie komisch. Naja. Trotzdem, wie gesagt, ich würde es unglaublich feiern und ja, abgesehen davon, dass es natürlich Geld kosten würde, diese Ports zu entwickeln, glaube ich auch durchaus, dass das Nintendo einiges an Geld einbringen würde. Ich meine, wer würde, der hätte nicht gerne, bitteschön, Bock von uns PC-Spielern, ein fucking. Wo ist mein Crafting Table hin? Da drinnen, ne? Ah, scheiße. Ein fucking Mario Galaxy oder sowas zum Beispiel über den PC zu spielen. Hä, wo ist mein Crafting Table hin? Ah. Das ist der. Okay. Was wollte ich bauen? Genau, Öfen. Mehr Öfen braucht das Land. Das reicht nicht, ne? Ich will jetzt hier so eine Wall of Öfen machen. Ist das eigentlich klug, das hier oben zu machen? Fällt mir jetzt gerade mal ein. Eigentlich gar nicht unbedingt, ne? Ja, eigentlich nicht unbedingt. Ich würde auch ein bisschen Optik ein bisschen mehr noch reinbringen wollen, glaube ich. Muss ich mal überlegen, wie wir das machen könnten. Habe ich hier noch Treppen rumfliegen? Nö. Ja, ich glaube jedenfalls, dass man dadurch doch nochmal einiges an Geld verdienen könnte. Aber
vielleicht wird sich da tatsächlich auch der Aufwand tatsächlich nicht so rentieren. Vielleicht ist die Zielgruppe für Nintendo-Spiele auf PC gar nicht so groß, wie ich denke. Weiß ich nicht genau. So. Irgendwie sowas in der Art. Und dann machen wir sowas in der Art. Sowas in der Art. Nee, natürlich nicht. Kann ich das jetzt. Wird das. Funktioniert das? Funktioniert. Geil. So. Vollidiot. Okay. Nee. Finde ich nicht so geil. Jetzt sind es zwar weniger Öfen, als ich dann eigentlich sonst hätte haben können. Das ist mir bewusst. Aber ich glaube, für die Optik nehme ich das in Kauf. Ja, das hat doch was, oder? Ist okay. Das kann man machen. Jetzt könnte man sogar theoretisch hergehen. Und... den da machen. Ich fände es schön, wenn ich den umdrehen könnte, den Crafting Table, dass man die Seite von dem sieht, aber das kann ich nicht, ne? Der dreht sich in dieselbe Richtung, ja. Weil an der Seite hat er so Werkzeug hängen, das wird hier ein bisschen besser reinpassen, natürlich. Ja, passt nicht wirklich, ne? Nee, finde ich nicht gut. Nee, komm, scheiß drauf. Crafting Table bauen wir einfach da drin rein, da ist er ja schon drin und das ist okay. So, ne, und jetzt ist das hier ein bisschen aufgeräumter, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir da so einen kleinen Bunker. Hier geht dann die Treppe nach unten rein. Wie gesagt, das hier mauern wir zu. Da würde ich dann einfach mal sagen... Gut, jetzt haben wir hier zwei Platz quasi und hier jetzt vier Platz. Das sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus. Wir müssen jetzt hier noch in die andere Ecke irgendwas bauen eigentlich, ne? Wüsste jetzt aber gerade spontan, ehrlich gesagt, wirklich nicht, was ich da hinbauen soll. Von daher, was soll der jetzt? Dann würden wir jetzt erstmal hier zumauern. Und dann muss ich gleich den neuen Treppenabgang bauen. Und dann müssen wir echt mal gucken, wie viel Material denn dann so eine Schiene braucht. Dass wir dann mal anfangen können, unsere Minecart-Strecke zu bauen. Dass wir mal in unsere Höhle da unten auch gescheit reinkommen. So. Weil sonst ist das ein bisschen nervig. Ne? Stimmt, da habe ich recht. So. Apropos ein bisschen nervig. Leute, wisst ihr, was ich... Oh, das finde ich nicht nervig. Das finde ich doch gut. Das finde ich doch gut. Oh, das finde ich doch super. We take those. Wisst ihr, was ich auch ein bisschen nervig finde? Lazy Story Writing oder Storytelling. Na? Was meine ich damit? Ich habe es schon mal angeschnitten in ein paar Streams und vielleicht auch in ein paar Videos, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich möchte es noch mal ein bisschen weiter ausführen. Ich habe ja die Fast and Furious Reihe angefangen zu gucken. Ne? Ich saß krank zu Hause, ich konnte nicht viel machen, also habe ich angefangen Fast and Furious zu gucken, weil es gerade noch für 14 Tage bei Prime dabei war. Fast and Furious 1 bis 8. Und naja, nachdem ich den 8. Teil gesehen habe, war mein Fazit, man hätte beim 7. Teil aufhören sollen. Ne? Viele von euch wissen das vielleicht. Diese... ja, tragische Story rund um Paul Walkers Tod. Mal, wenn ich jetzt hier die Treppe reinbauen würde. Wäre es quasi einigermaßen symmetrisch zu der Tür. Dann wäre hier halt relativ viel Platz, dann könnte man da noch immer so einbauen. Ja, ist okay, können wir machen. Ne, diese tragische Story rund um Paul Walkers Tod, der ja leider während den Dreharbeiten zu Fast 7 verstorben ist. Demnach wurde ja die Story dann von Fast 7 umgeschrieben, eher am Ende quasi rausgeschrieben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, alle Stunts, beziehungsweise nein, nicht alle Stunts, alle Szenen, wo er in einem Auto sitzt, mussten ohne ihn im Endeffekt mit seinen Brüdern und CGI nachgedreht werden dann, nachträglich, weil die noch nicht abgedreht waren. Man hatte bisher nur die Außenszenen halt wohl gefilmt. Ja, üble Kiste, und naja, ich finde, man hat dem Ganzen storybedingt
also in Universe der Filmreihe quasi, hat man dem Ganzen ein gutes Ende verpasst. Ja, würde ich sagen, kann ich mit leben. Oder was heißt, kann ich mit leben? Es ist ein gutes Ende gewesen, was die Figur bekommen hat. Und es ist ein Abschluss gewesen, auch wie das Ende gefilmt wurde und so weiter. Was sich so angefühlt hat wie ein Auf Wiedersehen sagen, wie ein, ne, wir hatten eine schöne Reise, aber jetzt ist halt zu Ende. Und klar, es ist ein bitterer Nachgeschmack, wenn die Reihe quasi damit halt dann zu Ende gegangen wäre, weil halt einer der Main Character oder einer der Hauptdarsteller gestorben ist in Real Life. Das ist tragisch, klar. Aber ich glaube, es wäre für die Reihe tatsächlich das Beste gewesen, wenn sie mit Fast 7 dann an der Stelle geendet hätte. Na, das ist meine Meinung. Ich finde, man hätte die Nachfolgeteile nicht mehr machen sollen, weil der 8. war schon wirklich deutlich schwächer. Und ich rede nicht von ein bisschen schwächer, ich rede von deutlich schwächer als die vorherigen Teile. Tatsächlich muss ich mir jetzt überlegen, wie ich diese Treppe hier baue, damit das nachher unten aufgeht, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie es unten aussieht, weil ich da gebaut habe. Weil ich möchte natürlich diesen Gang hier weiterverwenden. Ich möchte keinen neuen Gang unten ziehen, weil der Gang ist lang und... ja, lang und steinig. Ja, das tatsächlich. Nicht der hier, sondern... hier ist Wasser? Nee, hier sind Slimes! Ja, die nehmen wir doch mit. Guck mal raus hier. Jetzt kriege ich zwar gerade kurze Flashbacks von Slimes. Oh, da sage ich doch nicht nein. Na gut, das waren jetzt nicht so viele. Okay. So. Das ist der Gang. Der Gang der Gänge. Dann ziehen wir den mal hier ein bisschen durch auf jeden Fall. So. Ja, ging es auf jeden Fall storytechnisch echt ein bisschen Bach runter. Natürlich hat auch einer der Hauptcharaktere halt gefehlt, ne? Irgendwie fühlt sich das alles ein bisschen unvollständig an, wenn der einfach so nicht dabei ist. Ja. Die Filme oder der Film, ich rede jetzt über Fast 8, haben als Actionstreifen trotzdem noch funktioniert. Es sind gute Action, es war ein guter Actionfilm, es war nur kein wirklich guter Fast and Furious Film mehr, würde ich behaupten. Aber das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, schätze ich, ob einem das dann wichtig ist, ob Fast and Furious für einen nur einfach x-beliebige Actionfilme sind oder ob Fast and Furious für einen irgendwie eine gewisse Art von eigenen Charakter haben, wenn man das so sagen kann. Ne? Und für mich muss ich sagen, ja, es sind einfach, am Anfang war es mehr oder weniger ein x-beliebiger Actionfilm, aber halt nicht wirklich, sondern der hat halt diesen Twist mit den Straßenrennen. Ne? Und das war ganz cool. Jetzt muss ich mal gucken. Zwei runter muss ich an dieser Stelle schon sein. Also eigentlich hier. Da müsste eigentlich die Treppe schon sein. Ja, das ist ein bisschen Arsch. Ich würde die Treppe echt gerne erst weiter hinten runterbauen, weil sonst sieht das so komisch aus. Aber dann kann ich das unten mit dem Gang nicht machen. Dann muss ich den Gang umbauen. Ich will den Gang nicht umbauen. Ich kann den Gang nicht umbauen. Und der Gang geht ja später sogar nochmal eins hoch, glaube ich, ne? Der ist ja nicht überall gleich tief. Ich baue die Treppe jetzt erstmal so runter. Und wir können das später immer noch anpassen. Wenn ich dann genau sehe, wie es unten aussieht, dann kann ich es von unten aus angleichen. Wenn wir erstmal die Treppe haben, dann ist das erstmal okay. Ja, ne, diese Autorennen-Sache, Straßenrennen, so rum, das war ganz cool, ne, das hatte was. Später ist es so ein bisschen in die Richtung eskaliert, dass Autos in diesem Universum einfach für alles generell und immer das Beste sind, ja. Dich verfolgt ein Panzer auf der Autobahn, scheißegal, Alter, Auto, so Sachen. Es ist, keine Ahnung, es ist super weird. Du willst die Welt retten, Auto, da kommt ein Flugzeug, Auto. Wo ist Holz? Wo Holz, Bruder? Habe ich alles Holz verbraucht? Ey, fick doch die Henne. So scheiße. Oh, fuck, es ist schon wieder Nacht hier. Ja, klar. Klar, muss gar nicht so ankommen. Den lasse ich stehen, weil der so schön groß ist. Oh, wie die jetzt alle wieder Auge machen hier. Vor allem die Spinnen. Deren Textur ich immer noch nicht gefixt habe. Ne? Das ist immer noch nicht die Textur vom Texture Pack, glaube ich. Komisch. Echt nochmal reingucken. Ja, also später ist es auf jeden Fall einfach komplett abgedreht geworden, wo man halt gesagt hat, yo, das ist doch kein
Also es ergibt einfach keinen Sinn mehr. Ne? Am Anfang waren die natürlich auch ein bisschen over the top, die Filme. So die ersten 1, 2, 3 Teile meinetwegen. Aber die waren noch, ich sag mal, logisch begründet. Ja, so Autorennen, so Drifts, so was auch immer. Das glaubt man, dass das theoretisch möglich ist. Ja. Und auch wie die Menschen da quasi gestorben oder nicht gestorben sind in den Filmen, habe ich erstmal jetzt an sich so abgekauft, meinetwegen. Ne? Es war schon ein bisschen extrem, aber yo, ist okay. In den späteren Teilen, wie gesagt, da fliegen die Menschen durch die Luft, knallen auf Motorhauben und ja, also auf einem Auto zu landen, egal von welcher Höhe, ist da äquivalent dann zu, ja, du hast es unbeschadet überlebt. Ne? Herzlichen Glückwunsch, steh auf und mach weiter. So nach dem Motto. Und das ist halt absoluter Bullshit. Ne? Also sorry. Du kannst nicht aus, was weiß ich, aus einer Höhe von einem fahrenden Auto runterknallen, mit was für einem Speed auch immer, auf einer Motorhaube von einem anderen Auto landen und dann sagen, ah, was ein Glück, da war ja ein anderes Auto, ja, dann geht's mir gut. That's not how this shit works, right? Von daher, yo, wow, Alter, warum leckt's gerade so? Holy crap. Von daher, das ist dann später einfach ein bisschen arg abgedreht geworden. Es hätte also der Reihe definitiv nicht geschadet, wenn man sie mit Teil 7 beendet hätte, der an sich auch schon ein bisschen überdreht war, ne? Ich möchte nur kurz daran erinnern, mit einem Sportwagen in Dubai oder wo auch immer das war, von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer fahren, durch die Fensterscheibe auf einer Höhe von was weiß ich wie vielen 100 Metern, einfach mal kräftig durchzimmern. Ja, nee, ja, seems legit auf jeden Fall, ne? Autorennen im Wolkenkratzer, von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer. Weil Autos halt das Beste und, ne, für alles sowieso, ne? Und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen abgedreht geworden. Es ist ein bisschen sehr abgedreht geworden. Als Actionfilm okay, aber es ist halt, ja, es ist jetzt halt im Endeffekt ein x-beliebiger Actionstreifen geworden. Hätte man das also mit dem 7. Teil beendet, wäre ich an sich nicht böse drum gewesen. Ganz im Gegenteil, ich hätte es, glaube ich, gut gefunden, mal, wenn man da einen ordentlichen Schlussstrich gefunden hätte. Und wie gesagt, das Ende, was der 7. Teil bekommen hat, hat sich auch in Universe gut angefühlt. Das hat sich nicht so angefühlt nach dem Motto, scheiße, der ist jetzt halt tot, wir mussten irgendwie das zu Ende bringen. Und man merkt, dass es irgendwie am Ende dann halt kreuz und quer gecuttet wurde und da irgendwann eine Story dran getackert wurde, die irgendwie gar nicht hingehört und so weiter. Nein, es funktioniert schon. Ne? An manchen Stellen fühlt es sich ein bisschen komisch an, auch manche Szenen sehen ein bisschen, na, nicht ganz richtig aus, das ist so ein unterbewusstes Gefühl, ja, aber gemessen an dem, was man da quasi arbeiten musste, hat man definitiv das Beste rausgeholt und wäre das ein sehr gutes Ende für die Reihe gewesen, wo sich keiner hätte beschweren können, glaube ich. Aber Geld ist Geld und deswegen ging es natürlich weiter. Ich habe also Fast 8 gesehen und war nicht begeistert und dachte mir so, okay, gut, es war der letzte Fast and Furious Teil, der jetzt hier halt bei Prime enthalten ist. Dann ist ja erstmal gut. So. Naja. Fast Forward eine Woche oder so um den Dreh. Ich habe Sky Ticket bzw. Wow abonniert, weil ich ja jetzt aktuell House of the Dragon gucken möchte. Und das halt bei uns bei Sky läuft. Ja, ich habe also den Weg über Sky gewählt und nicht über VPN und HBO Max. Ich bereue schon alles, aber na gut, es ist wie es ist. Und naja, ich habe halt dann direkt das Sky Ticket Version, die WoW Version genommen, wo man halt dann Serien und Filme gucken kann, ne? Nicht nur Serien, was dann 3 Euro billiger gewesen wäre im Monat, wo ich mir, oder 2 Euro billiger im Monat, wo ich mir gesagt habe, okay, für die 4 Euro, die ich auf 2 Monate quasi zahle, gucke ich dann halt noch ein paar Filme bei Sky, die da halt gerade dabei sind, vielleicht lohnt sich das, und dann ist gut, so, da habe ich was davon, von dem Abo. Naja, jedenfalls habe ich dann gesehen, ach, Fast and Furious 10 ist dabei, Fast X, oder wie der bei uns heißt, oder Fast and Furious X, oder wie auch immer, no, der 10. Teil der Reihe. Und ich so, cool, dann ist ja bestimmt die, dann sind bestimmt die anderen Teile ja auch dabei. Haha, ja, der war gut, der war, ja, ne, also der war. Haben wir jedenfalls mal alles zusammen gelacht, einmal kurz auf den Schenkel gekloppt, natürlich ist Fast and Furious, ich glaube, 1 dabei und halt der 10. Ja, ist logisch. Hätte ich auch eigentlich drauf kommen können, ne? Hätte ich drauf kommen können. Der 9. also jedenfalls natürlich nicht. Der Teil, den ich noch brauchte. Yo. Das hier stimmt nicht. Das muss auch noch weg. Aber ich brauche erstmal eine neue Spitzhacke. Ich also, im Endeffekt, ne, das ist schon mal mein erster Kritikpunkt an Sky an der Stelle übrigens, dass die Filmauswahl echt teilweise super arsch ist und von manchen riesigen Reihen halt dann echt nur ein einziger Film irgendwie angeboten ist, wo ich mir dann sage, so, pff, ja. Schön, aber sorry, dann spart's euch doch. Ich habe kein Eisen mehr. Na, bei Prime in dem Fall waren jetzt wenigstens dann Film 1 bis 8 im Angebot quasi. Das ist auch nicht die ganze Reihe, aber es ist okay. Na, ich hätte es sogar logischer gefunden, wenn 1 bis 7 im Angebot gewesen wären, ehrlich gesagt. Aber that's beside the point. Man hat wenigstens einen Teil der Reihe, den man komplett gucken kann.
von Anfang bis Ende. Die haben jetzt also den ersten und den letzten. Ergibt gar keinen Sinn, aber war an der Stelle so. Von daher, yo, ich musste also mir irgendwo suchen, wo ich den neunten gucken kann. Also habe ich da mal geguckt. Amazon Line, Ultra HD Line kostet, wie ich glaube, 4 Euro. Ja, ansonsten hätte ich den auch bei... Nee, bei Sky kann man keine Filme leihen, glaube ich. Oder? Na, ich glaube nicht. Ich glaube... Nein, bleib hocken. Oh, sind die anderen jetzt auch aufgesprungen? Ach, oh, Glück gehabt. Oh, ich habe Gott sei Dank alles Dings verbraucht. Oh mein Gott, ey. Da ich aber natürlich ein cheaper Bastard bin und keinen Bock habe, Geld auszugeben, habe ich dann geguckt, okay, ich habe eh noch jede Menge Guthaben bei Google Play, weil ich über die Google Umfragen App, ne, kriegst immer so ein bisschen Guthaben quasi und ich habe da irgendwie noch 4 Euro angesammelt oder sowas, oder 5 Euro, glaube ich, und die verfallen halt nach einer Zeit auch, müsst ihr wissen. Das Guthaben verfällt, glaube ich, dann nach 2 Jahren, wenn es nicht eingesetzt wird oder so, oder einem Jahr, bin ich ganz sicher. Also nur der Teil des Guthabens, den ihr halt an dem Zeitpunkt bekommen habt, das heißt, Stück für Stück verfallen halt diese Centbeträge quasi. Und ich kaufe halt nie was bei Google Play, ne, wirklich nie, ich kaufe keine Apps eigentlich, also ganz, ganz selten mal. Das letzte, was ich gekauft habe, war irgendwie in-App-Kauf, glaube ich, für irgendeine Taylor Swift-Fan-App oder so in der Art. Damit ich halt werbefrei habe. Das habe ich aber eigentlich nicht gemacht, weil ich die App besonders viel benutze oder so, oder weil ich die Werbung loswerden wollte, sondern einfach, weil ich die Community an der Stelle unterstützen wollte. Von daher, ja, und weil es mich in dem Fall quasi nichts gekostet hat, weil das war halt Guthaben, was da eh rumlag und halt mehr oder weniger weg musste. Ne? Von daher, whatever, habe ich da die werbefreie Version gekauft. Das war... Der letzte Kauf wahrscheinlich in den 2 Jahren oder sowas, den ich bei Google Play getätigt habe. Das war falsch.